Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute wieder einen XXXXL Action Haul für euch. Ich habe so tolle Produkte gefunden. Darunter sind auch so viele Neuheiten mit dabei. Ihr wisst ja, ich habe euch schon mal erzählt, bei mir in der Nähe hat ein riesiger neuer Action aufgemacht. Der sieht so schick und modern aus und da gibt es immer so tolle Produkte. Und auch so viele Neuheiten entdecke ich immer. Deswegen werden im Monat auch mehr Action Hauls oder XXL Action Hauls sogar von mir online gehen. Also wenn euch das interessiert, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich würde mich wirklich unglaublich darüber freuen. Ich nehme euch auch jeden Monat live zu meinem Action zum Shoppen mit. Da zeige ich euch auch alles, was es aktuell so gibt. Dann natürlich die Neuheiten, was mich auch immer brennend interessiert. Und ich zeige euch eben auch, was ich so einkaufe. Bevor es aber losgeht mit dem Video, habe ich natürlich wie in jedem Video auch noch eine Videofrage an euch. Und zwar würde mich heute interessieren, ob ihr in einer Wohnung oder in einem Haus wohnt. Also schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wir starten direkt mit meinem XXXXL Action Haul. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir fangen direkt mit einer Neuheit an und zwar gibt es ganz neu bei Action diese wiederverwendbaren Wattepads. Das sind einfach mal gleich 10 riesige Wattepads enthalten und so günstig einfach nur und außerdem sind die in so einem Säckchen. Die kann man nämlich mit dem direkt auch in die Waschmaschine schmeißen. Und das Geniale ist, habe ich noch nicht ausgetestet, bin aber sehr gespannt, die soll nämlich nur mit Wasser funktionieren. Also ihr braucht gar nicht mal weitere Abschminkprodukte, sondern einfach nur Wasser und das soll das ganze Make-up runtergehen. So sehen die aus. Ich finde das Säckchen ja auch total hübsch. Ich habe die jetzt mal direkt aufgemacht und zwar so sehen die Pads aus. Die sind ja echt riesig und fühlen sich auch total weich an. So sehen die aus. Ich werde euch spätestens wahrscheinlich in meinen Vlogs darüber berichten, wie ich die so finde. Neu habe ich dann auch in der Küchenabteilung etwas entdeckt und zwar hier diesen riesigen, ja, Löffel, Servierlöffel, aber auch zum Kochen, also ein Kochlöffel von der Firma Joseph, kennt ihr die? Also ich habe die letztens erst bei Kamushka, also bei der Carmen, auf Instagram gesehen, die macht für die Marke Werbung und ich fand das ja so krass, dass es die jetzt bei Action gab. Also die haben bestimmt dieses Produkt aufgekauft. Ja, und war halt auch so günstig. Deswegen habe ich das direkt mal mitgenommen, weil davor habe ich die Marke auch noch gar nicht gekannt. Aber sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Hier könnt ihr auch so Anwendungsbeispiele erkennen. Und ich fand es richtig krass. Ich habe dann direkt mal gegoogelt und sowas kostet um die 15 Euro normalerweise. Dann habe ich diese Curver-Boxen mitgenommen. Das sind Vorratsbehälter aus Plastik. Die gibt es in 4 verschiedenen Größen. Ich habe alle 4 mal mitgenommen. Das ist jetzt die größte Größe. Wie viel Liter hat das überhaupt? Das steht auch irgendwo dabei. 2,3 Liter. Und hier, das ist, glaube ich, die kleinste mit 0,8. Die sind BPA-free und da werde ich mir ja kein Essen reinmachen, weil Essen mache ich lieber in meine Glasbehälter. Da werde ich nämlich zum Beispiel Strohhalme einsortieren oder Ausstechformen, Cupcakeformen, also irgendwie sowas. Das sind jetzt die anderen beiden, die sind ein bisschen größer mit 1,3 Liter und einmal 1,8 Liter. Finde ich auf jeden Fall mega praktisch, weil man die einfach auch luftdicht verschließen kann, da kommt nichts rein und nichts, also und die finde ich auch sehr hübsch, weil mit diesem grauen Deckel. Ich nehme euch ja bei unserem Hausbau mit. Viele wissen ja, dass wir dieses Jahr anfangen zu bauen. Momentan warten wir noch auf die Genehmigung vom Landratsamt, aber dann geht es weiter und los mit dem Bau. Ich nehme euch dazu ja in meinen Hausvlogs mit, also 4 oder 5 sind schon online, die Hausbau-Vlogs. Die Playlist verlinke ich euch auch gerne mal unten in der Infobox, falls euch das interessiert. Mein absolutes Highlight, auch wieder eine Neuheit, ist dieser wunderschöne Putzeimer. Nur kein Neid, Mädels. Schaut euch mal diesen an. Ihr müsst unbedingt zur Action, dann macht das Putzen doch gleich viel mehr Spaß. Wie hübsch ist der bitte? Also ich bin wirklich hin und weg. Da sind ganz viele Zitronen und Zitronenblüten drauf in diesem schönen sommerlichen Design. Also, boah, von dem bin ich wirklich hin und weg. Der ist auch richtig groß, finde ich. Und hat hier sogar so eine Auslaufstelle, wo man das Wasser besser rausschütten kann. Dann habe ich auch wieder eine Neuheit in der Küchenabteilung gefunden. Und zwar, haltet euch fest, Topfuntersetzer in matt-schwarz. Wie schick sieht das bitte aus? Normalerweise finde ich immer solche, ja, hässlichen silbernen oder welche aus Kork. Also ich finde die echt nicht hübsch.
Und der Action hat einfach mal matt-schwarze. Für nur 99 Cent, da habe ich mir direkt zwei Stück mitgenommen. Auf jeden Fall ein Tipp an euch, wer vielleicht auch schönere Top-Untersetzer sucht. Da werdet ihr auf jeden Fall momentan bei Action fündig. So sieht das aus. Den gibt es auch noch in Silber, aber wie gesagt in schwarz-matt. Natürlich der absolute Hammer. Oh, ich muss euch dann auch noch eine tolle Neuheit zeigen. Und zwar gibt es bei Action neu diese kleinen, ja, Mini-Boxen. Die sind so genial. In einer Packung sind 4 solcher Boxen enthalten und in einer Box gibt es 8 Fächer. Ich zeige euch die jetzt mal schon befüllt. Ich habe nämlich meine schon befüllt. Das sieht so toll aus. Alles hat seinen Platz, sieht total organisiert aus. Und zwar so. Man kann jede Box einzeln abnehmen. Schaut mal, die erste Box habe ich mit lauter Wackelaugen zum Beispiel gefüllt. Die zweite dann mit solchen Braids, heißen die, solche Drehverschlüsse. In so tollen Farben, die habe ich auch mal bei Action gekauft. In der dritten sind ganz viele solcher Papierblumen. Und in der vierten habe ich hier solche Wäscheklammern extra für Ostern. Ist das nicht genial? Also ich stehe sowas von auf solche tollen Organisationsprodukte. Weiter geht es mit diesem matte schwarzen Türstopper. Fand ich auch mega. Also der sieht auch richtig schick aus. Da denkt keiner, dass der ja so günstig war. Schaut mal bitte. Wie schick sieht der aus? Also echt mega. Ich glaube, da werde ich mir nochmal einen mitnehmen. Gibt es so in der Packung zu kaufen. Bei den Hauswirtschaftssachen, also bei den Wäscheklammern, Wäscheleinen, Kleiderbügel und so. Wie gesagt, ich habe ganz viele Neuheiten entdeckt. Weiter geht es und zwar mit einem Fotoalbum mit neuen, ja, Designs oder Mustern. Da gibt es 3, 4 verschiedene und ich habe mich jetzt hier für das hier entschieden. Ich liebe ja diese Fotoalben von Action, sind total günstig und erfüllen ihren Zweck, weil ich mache mir von jedem Jahr ein Fotoalbum und das mache ich immer so Ende des Jahres. Ich lasse alle meine Handyfotos, die ich schön finde, entwickeln. Dann erstelle ich mir hier ein schönes Fotoalbum, ist eine tolle Erinnerung, weil ich finde am Handy, ja, da gehen die Fotos einfach unter. Ja, und da habe ich mir hier das mitgenommen in so einer schönen Farbe. Hier vorne drauf steht in Gold Memories und dann mit dieser goldenen Schleife hier. In einem Fotoalbum sind 64 Seiten enthalten und auf eine Seite passen schon so 4 Bilder. Weiter geht es mit dieser Aufbewahrungsbox hier. Die kann man sehr gut für den Kühlschrank verwenden, aber auch in der Vorratskammer oder so. Und deswegen habe ich mir hier nochmal eine mitgenommen, weil ich nicht weiß, wie lange es die bei Action eben noch geben wird und die ist so praktisch. Die sieht auch so cool aus, wenn man die eben in der Vorratskammer hat und dann lauter gleiche Sachen reinstellt. Also wisst ihr, wie ich meine? Zum Beispiel lauter Lemon Soda oder so. Oh, ich liebe sowas einfach. Dann gibt es neu diese tolle Lichterkette. Die musste ich einfach mitnehmen. Und zwar hat das 100 LEDs, ist warm weiß, gab es übrigens auch noch in so einem lila, also lilanem Licht, total Space-mäßig, aber hat mir nicht so gut gefallen. Das sind jetzt 10 solche Party-Lights dran und die hat 4 Meter. Die muss man einstecken, geht leider nicht mit Solar, aber ich fand die sowas von hübsch. Schaut mal, so sehen die aus mit so Art kleinen Lichterketten nochmal in jeder Lampe. Dann habe ich mir bei Action Socken mitgenommen und zwar sind es solche Sneaker-Socken. 3 Paar in einer Packung. Die habe ich mir mitgenommen für den Sport oder auch für das Arbeiten am Haus und am Grundstück, da braucht man ja nicht die schönsten Socken. Deswegen habe ich die mal mitgenommen. Die sind sogar auch mit Ökotex Standard 100. Von meinen allerliebsten Aufbewahrungsboxen durften dann auch wieder welche mit. Und zwar sind das die hier mit den schwarzen Clips an der Seite. Die transparenten, die sind so praktisch. Und denkt dran, ihr müsst die Deckel mitnehmen. Die gibt es nämlich ja dazu. Die müsst ihr euch separat nehmen. Auf jeden Fall habe ich hier 5 Stück von diesen kleinen mitgenommen. Die sind so praktisch. Darin verstaue ich alles Mögliche in den Schränken und Schubläden. Und dann sieht einfach alles schön ordentlich und organisiert aus. Die sehen so aus von der Größe. Da gibt es ganz viele unterschiedliche und da passen jetzt 2 Liter rein. Aus der Kinderbastelabteilung habe ich dann auch noch diese Packung Holzsticks mitgenommen. Das sind in einer Packung, glaube ich, sogar 100 Stück enthalten. Richtig viel. Und die waren halt auch super günstig. Und ich dachte mir, wenn ich die mal brauche, habe ich sie zu Hause. Und muss die nicht einfach ja schnell teuer irgendwo kaufen. Weil bei Action kann man sich ja auch nicht sicher sein, dass die Produkte,
die es gibt, immer da sind. Oft wechselt das Sortiment ja oder die sind einfach schnell ausverkauft. Auf jeden Fall sind das so Art ja, Eisstiele. Ich habe dann dieses Mal auch so ein Dekosand mitgenommen. Einmal in dunkelgrau und einmal ja in hellgrau. In einer Packung ist 1 Kilo enthalten. Da gibt es bei Action auch noch ganz viele andere Farben in beige, rosa, blau, rot, also alle möglichen. Neu habe ich dann auch diese lustigen Partybrillen mit Maske sozusagen gefunden. So cool für eine Fotobox, wenn ihr zum Beispiel an verschiedenen Events, zum Beispiel eine Hochzeit oder so, eine Fotobox aufstellt, dann gibt es ja auch meistens solche Verkleidungsartikel. Da gibt es bei Action auch immer eine riesen Auswahl, deswegen habe ich mich hier diese zwei mitgenommen. Einmal als ja, Polizist sozusagen und einmal als Feuerwehrmann. Richtig lustig, oder? Da gab es auch noch 3, 4 andere verschiedene. Ach genau, ich habe ja noch eins mitgenommen. Einmal den Mexikaner noch, den fand ich auch recht witzig. Dann gab es in dieser Party-Verkleidungsabteilung auch noch andere Brillen und zwar solche einfachen, lustigen aber auch. Da habe ich einmal diese hier mitgenommen mit Herzaugen und mit diesem Amorpfeil und Love. Dann habe ich Vakuumbeutel mitgenommen mit 2 verschiedenen Packungen. In dieser Packung sind 2 Stück größere drinnen und in der sind 3 Stück auch in verschiedenen kleineren Größen enthalten. Die Idee fand ich ja immer total praktisch und ich dachte mir, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Dazu braucht man einfach nur diese Vakuumbeutel und einen Staubsauger. Man muss die Klamotten oder man kann die rein ja, sortieren oder schlichten und dann mit dem Staubsauger die restliche Luft aussaugen und dann kann man die auch schon die Tüte zusammenfalten und platzsparend irgendwo ja, verstauen. So sieht das jetzt aus. So sieht der Beutel, nachdem die ganze Luft rausgezogen ist, aus. Den kann man dann auch schön zusammenrollen. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Damit kann man ja zum Beispiel Kleidung aufbewahren. Baby-, Kinderkleidung oder Kleidung, die man aussortiert hat, die man momentan nicht braucht. Oder auch Kissen, Decken, Bettbezüge, also alles Mögliche. Dann habe ich mir ein Mauspad mitgenommen, weil ich irgendwie keins hatte. Und wenn ich dann wieder im Homeoffice bin oder wenn ich ab und zu im Homeoffice bin, hatte ich irgendwie keins und ich habe es nicht eingesehen, so viel Geld auszugeben. Auf jeden Fall war das super günstig. Gibt es in Blau, in Grau und auch noch in Schwarz. Und ich habe gedacht, ich habe Schwarz mitgenommen. Oh Mann, daheim habe ich dann irgendwie das angeschaut und dabei war das Blau. Aber ist jetzt auch nicht schlimm. Ich habe mir dann auch noch 3 solcher Regenponchos mitgenommen. Fand ich auch so cool. Die waren auch so krass günstig. Die gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe jetzt Weiß mitgenommen. Gibt es noch in hellblau, rot und auch noch gelb zu kaufen. Das sind solche Regenponchos. Finde ich richtig cool, wenn man die daheim hat, weil wir waren mal in einem Freizeitpark, da hat es dann richtig geregnet und solche Ponchos hätten einfach mal ca. 10 Euro gekostet. Also wie krass ist der Preisunterschied. Deswegen habe ich da jetzt ein paar Vorrat mitgenommen. Dann habe ich einmal dieses runde ja, Tischset gekauft als Deko. Und zwar ist das mit Maisblättern und drumherum sind solche Fransen total der Boho-Style. Und da habe ich mir gedacht, wenn man das auf den Tisch stellt und eine Vase drauf oder so oder auf den Terrassentisch, finde ich, kann sich das richtig schön machen. Ach, ich habe ja dann auch nochmal Boxen mitgenommen und zwar diese kleineren, gleich 10 Stück. Die werden einfach so schnell voll bei mir. Ja, das sind die kleinsten, die es bei Action gibt. Sehen so aus und das sind 0,65 Liter. Dann habe ich aus der Bastelabteilung auch noch eine Packung von diesen Naturholz-Wäscheklammern mitgenommen. Die sehen so aus. Diese Geschenktasche ist auch neu. Die habe ich mir mitgenommen, weil ich die super süß finde mit den Regenbogen drauf. Und ich finde, das macht sich als ja, Kommunionsgeschenktasche ganz gut, weil für solche Anlässe hat man ja immer weniger welche zu Hause oder gar keine. Deswegen habe ich die mal mitgenommen. Weiter geht es mit diesem süßen Vogelhäuschen. Daran konnte ich auch nicht vorbeigehen. Schaut mal, wie schön das aussieht. Und hier als Eingang in der Herzform. Werde ich natürlich im Garten irgendwo aufhängen. Da wird sich auf jeden Fall noch ein passender Platz finden. Aus dieser Verkleidungsabteilung habe ich mir dann hier auch noch
ein Schminkset, Karneval-Schminkset mitgenommen, weil wenn man was braucht, dann hat man es wieder nicht zu Hause und weil es halt auch super günstig war, habe ich das mitgenommen. Entweder für den Fasching oder für Halloween oder so. Da sind solche Farben enthalten, Weißes enthalten und auch solche Stifte. Eine Packung wiederverwendbare Glasstrohhalme gibt es auch bei Action. Das Set ist fünfteilig mit vier Glasstrohhalmen und auch Putzbürstchen. So sehen die aus. Ist vielleicht auch eine ganz coole Kleinigkeit als Geschenk, wenn man mal was braucht. Dann habe ich so eine Wäscheleine mitgenommen. Darauf sind gleich 20 Meter. Gibt es in Weiß, gab es auch noch in Blau. Ja, kann man auch immer gebrauchen und für den Preis habe ich die mitgenommen. Ich habe dann auch noch zwei Packungen, einmal in Weiß und Schwarz, solche selbstklebenden Bodenstopper mitgenommen. Kann man auch immer gebrauchen. Als Tipp auch, wenn ihr einen Türkranz an die Haustür bindet, könnt ihr dahinter auch immer als Schutz vor Kratzern so ein Pad kleben. In jedem Set sind gleich 46 Stück enthalten von kleinen und großen Kreisen, aber auch Vierecke. Da habe ich auch diese Haken gefunden von Tesa. Die habe ich mir gekauft für die Handtücher bei uns im Bad, weil die irgendwie immer runterfliegen. Und jetzt wollte ich die einfach mal testen. Aus der Werkzeugabteilung habe ich dann hier nochmal eine Klammer mitgenommen für den Garten. Kann man so klipsen. Bei mir sind Batterien wieder leer gegangen, deswegen habe ich mir je eine Packung mitgenommen von den 2xA und 3xA. In einer Packung sind je 10 Stück enthalten. Ja, das war's jetzt mit meinem XXL Action Haul. Ich hoffe, euch hat dieser gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert meinen Kanal. Ich würde mich wirklich riesig darüber freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.